Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seht, ich nehme das auf Video auf, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat irgendeiner Lust, es vielleicht nochmal nachzuhören, in Ruhe zu Hause. Soll ich Mikro auch noch nehmen? Nee, ich frage nur, ob du es brauchst. Nö, brauche ich nicht. Oder ihr versteht mich ganz gut. Ja. Und wer das dann nochmal haben will, dem könnt ihr es dann einfach weiterschicken, kann sich das dann runterladen. So, genau. Ja, ich bin sehr froh, hier zu sein. Ihr habt ja schon ein bisschen was gelesen in der Anmeldung. Ich bin Eventpastor und Life-Coach. Eventpastor ist einfach Pastor ohne Standortgemeinde. Und ich habe das erfunden selber, nachdem die Leute, als ich nur Pastor draufstehen hatten, die erste Frage war immer katholisch oder evangelisch. Und ich wollte lieber schnell zum Kern kommen und dann habe ich das erfunden. Dann sagen die Leute, ach ja, das muss nicht in der Kirche stattfinden. Sage ich ganz genau. Das kann überall da stattfinden, wo sie eine Hirtenbegleitung brauchen. So, und dann sind wir schon gleich beim Eingemachten. Außerdem arbeite ich an einer Schule drei Vormittage in der Woche als systemischer Berater für störende Schüler. Das heißt, ich bin da eine Anlaufstelle, ich bin da der gute Hirte an der Schule und guck, was ist in deinem Leben gerade los, was es dir unmöglich macht, dich gerade jetzt im Augenblick auf den Unterricht zu konzentrieren. Und da gibt es ja nur vielfältige Dinge, die einem da passieren können. Ja, bin sehr froh, hier zu sein, als ich das Thema gelesen habe. Habe ich mich gefreut, darüber rede ich gerne. Und im zweiten Schritt habe ich mich dann gefragt, was bedeutet das eigentlich, das Thema? Was wollt ihr zu dem Thema wissen? Dann war es ja auch gekoppelt mit einem zweiten Thema, nämlich dem Thema, wie man mit Teenagern darüber spricht, mit jugendlichen Kindern. Also habe ich mich entschlossen, das Thema in zwei Teile zu teilen. Und hier ist mein Fahrplan. Wir werden einen ersten Teil jetzt haben über Vaterbilder. Und das wird wahrscheinlich so der Kernteil des Vormittags werden. Und dann einen zweiten Teil, wo ich darüber spreche, wie man praktisch mit Kindern und Jugendlichen in der Seelsorge darüber sprechen kann, indem ich euch ein Modell vorstelle, mit dem man Kinder und Jugendliche gut verstehen kann und daraufhin dann eben auch mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Heute Nachmittag will ich euch dann ebenfalls wieder ein Bild vor Augen malen, ein Bild nämlich von Gottes Vision von Sexualität. Da geht es also auch wieder um Bilder. Und morgen früh im Gottesdienst geht es schon wieder um Bilder. Nämlich um Gottesbilder. Und wie die sich auswirken, die Gottesbilder, und wie wir die auch nutzen können. So, jetzt geht es also um Vaterbilder. Ach ja, genau, da habe ich das sogar alles aufgeschrieben. Aber ihr seht natürlich, die Zeiten sind hoffnungslos. Ist alles ganz anders. Macht aber gar nichts. Denn, jetzt probiere ich das mal aus. Denn jetzt will ich euch erstmal wieder eine Geschichte vorlesen. Und ich bin ja so ein Geschichtenerzähler. Und aus dem Buch Mein Freund Gott und ich Reloaded, Göttliches Leben unter dem Asphalt entdecken, ist der zweite Band aus der Mein Freund Gott und ich Reihe. Da erzähle ich einfach Geschichten, die ich mit Gott erlebt habe und versuche den Menschen dann positive Bilder von Gott vor Augen zu malen. Und hier geht es darum, Entdeckungsreise zum zweiten Mal in das Herz Gottes. Ein Mann. Als mein Freund Gott und ich einen Artikel der Mainzer Psychologin Inge Seifke Kränke lasen, wurde mir klar, dass mein Freund Gott auch ein Mann ist. Das kam so. Wir waren gerade auf einer Wanderung und hatten eine Rast eingelegt und unterhielten uns darüber, dass es das Wort Papa momentan nur in 71% aller Sprachen auf der ganzen Welt gibt. Das ist ein Zeichen der Zeit, sagte mein Freund Gott. Und als ich schon dachte, er meine das in irgendeiner Weise pessimistisch-apokalyptisch, fuhr er grinsend fort, das ist ein gutes Zeichen, Mickey. Menschen wird die Bedeutung des Vaters wieder immer klarer. Nachdem es notwendig gewesen ist, das grausam entstellte Frauenbild wieder einigermaßen zurechtzurücken, muss nun eine neue Männlichkeit entdeckt werden. Und ich will mich gerne in dieser Weise neu offenbaren. Nur noch 29% liegen vor uns. Er schnitt mir eine Grimasse und spiegelte damit meinen verständnislosen Gesichtsausdruck. In diesem letzten Drittel spielt sich im Moment wahrscheinlich eher mein ganz persönlicher männlicher Alltag ab, sagte ich. Erinnerst du dich noch an diesen schrecklichen Tag letzte Woche? Es war einer dieser Tage, an dem wieder einmal so viel los war, dass ich nicht zum Lego-Spielen mit meinem jüngsten Sohn gekommen war. Ich hatte wichtige Dinge mit dem Herrn zu besprechen. So nenne ich meinen Freund Gott während der Geschäftszeiten. Aber als ich seine Gegenwart spürte, da wurde mir bewusst,
dass er mehr Zeit für mich hatte, als notwendig gewesen wäre. Und ich fing an, darüber nachzudenken, wie anders Gott mir als Mann gegenübertritt, als ich zum Beispiel meinem Sohn. Warum glaubst du wohl, lieber Micky, gehe ich gerade mit dir ein paar Schritte? Weil ich abspecken muss? Genau. Und ich muss zunehmen, so wie Johannes 3,30. Aber du weißt genau, dass unser Freund Johannes das damals anders gemeint hat. Sprach und zog einen Artikel von Inge Seifke-Kränke aus seiner Tasche. Frau Seifke-Kränke hat eine ganze Menge Forschungsergebnisse aus aller Welt zusammengefasst und erklärt unermüdlich Unterschiede im Erziehungsverhalten der Väter und deren Rolle auf den Nachwuchs beim Menschen. Sie sagt, dass Mütter sich mit Babys eher pflegerisch beschäftigen, zum Beispiel Baden, Windelwechsel etc., während Väter mehr zu Imitationsspielen neigen. Dabei musste ich an die Grimasse denken, die mein Freund dort mir gerade geschnitten hatte. Väter stimulieren die Kinder mit Geräuschen oder optischen Reizen. Denkt doch nur an die vielen Auditionen, die ich euch als meinen Kindern schenke, um eure Identität anzuregen, erinnerte mich mein Freund Gott. Also die ganzen individuellen, spirituellen Hörerlebnisse, wie zum Beispiel bei Mose aus dem brennenden Dornbusch heraus oder bei Biliam aus der störrischen Eselin heraus oder eben auch in Lukas 9. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Aber auch für die optischen Anreizungen finden sich genug Beispiele, Visionen wie Jesaja 6 oder Epiphanien wie in 1. Könige 19 und 13 oder nach der Auferstehung Jesu. Bist du denn dann ein Mann, fragte ich meinen Freund Gott. Auch, gab er mir verschmitzt zur Antwort. Ich bin ein Mann, wenn ich dir meine Stärke und Herrlichkeit zur Verfügung stelle und mit dir über Mauern springe. Ich bin ein Mann, wenn ich dich herausfordere und dich wohlwollend gewähren lasse, wenn du deine Kräfte mit mir misst, wie damals bei Abraham, als er mit mir über Sodom verhandelte. Und ich erschaffe neue Dinge aus dem Nichts heraus, wo du noch nichts sehen kannst. Aber ich bin noch mehr als nur ein Mann, sagte er plötzlich nachdenklich geworden und streichelte mir sanft durchs Haar. Während wir schweigend eine Weile weitergegangen waren, wurde mir auch klar, warum der himmlische Vater und die göttliche Mutter sich in dem Mann Jesus der Welt offenbarten, als die Zeit erfüllt war. Was auch immer diese Zeit zu einer Erfüllten machte, sie war jedenfalls nicht für eine Jesa bereit. Aus Liebe und Respekt den Menschen von damals gegenüber und ihren unvollkommenen Vorstellungen von der schöpfungsbedingten Gleichberechtigung der Geschlechter entsprechend, wählte mein Freund Gott die männliche Form, um sich für uns hinzugeben. Und so ist mein Freund Gott auch mein älterer Bruder geworden, der mir die wundervollen und die humorvollen Geheimnisse des Lebens zeigt. Er ist ein Zimmermann, der handwerklich anpacken kann, wenn die Not groß ist und mir das Wasser wieder mal bis zum Hals steht. Er ist eckig und nicht rund, wenn er die Welt einmal ganz unsanft an das erinnert, was die Gottesbeziehung eigentlich ausmacht. Aber er lässt auch mal 5 gerade sein und begleitet Freunde in die falsche Richtung. Über den Emmaus-Jüngern. Am Abend, als wir alle 4 von uns schreckten, lasen mein Freund Gott und ich noch einmal voller Genuss ein Statement zur Männlichkeit von einer anderen Frau. Iris Maika, die als Journalistin bei der Zeit arbeitet, schreibt, ich weiß nicht, was männlich ist. Ich kann nur sagen, was ich herrlich finde. Witz und Mut und Klugheit. Außerdem Souveränität und Selbstironie, Verlässlichkeit und Treue. Dämlich finde ich die Abwesenheit von all dem. Es gibt dämliche Männer und herrliche Frauen und umgekehrt. Ich mag abends im Bett Füße, die wärmer sind als meine. Und es macht mir Spaß, mit Männern darüber zu reden, wie Frauen sind und wie Männer sind. Mit Frauen darüber zu reden ist ein bisschen langweiliger, denn wir sind uns zu einig. Viele Frauen gemeinsam wissen immer genau, was männlich ist. Eine Frau allein ist mit dieser Frage überfordert. Doch eins steht fest, nichts ist männlicher als die Angst, nicht männlich gefunden zu werden. Ja, damit wäre doch einiges gesagt, schmunzelte mein Freund Gott, während ich meine Füße an ihm wärmte und ganz angstfrei in seinen starken Armen einschlief. Ja, Gott ist also auch ein Mann, so habe ich es in dieser Geschichte beschrieben. Es gibt in diesem schönen Buch allerdings auch ein anderes Kapitel,
indem ich beschreibe, dass Gott auch eine Frau ist. Heute Morgen geht es aber um die... Heute Morgen geht es aber um die männlichen Aspekte in Gottes Wesen, weil wir ja das Thema Vaterbilder haben. Und bevor wir damit jetzt loslegen mit dem eigentlichen Vortrag, will ich noch eine kleine Übung mit euch machen. Wir werden ein Mosaikbild zusammensetzen, denn es gibt zwei ganz wichtige Vaterbilder, denen wir in der Jugendarbeit begegnen. Und das sind die folgenden. Gesundheit. Bitteschön. Diese zwei Vaterbilder in der Jugendarbeit sind zum einen die Vaterbilder, die die Jugendlichen haben, die in unseren Kreisen sind. Aber das wichtigste Vaterbild, fast das wichtigste Vaterbild in unserer Jugendarbeit, ist das Vaterbild, das du hast. Dein eigenes Vaterbild ist ganz wichtig. Denn das wird dich immer prägen, das wird dich immer bestimmen, das wird all deine Bibelarbeiten bestimmen, das wird die Art und Weise bestimmen, wie du über Gott, den Vater, sprichst, was du von ihm siehst, was du von ihm weitergibst. Und deswegen wollte ich mit euch einfach mal kurz überlegen, an was denkst du, wenn du das Wort Vater hörst? Ihr habt da wahrscheinlich was zu schreiben dabei, oder nicht? Sonst müsst ihr es euch merken. Welches Bild taucht dir in dir auf, als du zum ersten Mal das Thema gelesen hast, von der Freizeit, ja, dass wir uns über Vaterbilder unterhalten? So, das ist das, nämlich das erste Wichtige, dass wir uns selber im Klaren darüber sind, welche Vaterbilder wir selber haben. Von denen gehen wir nämlich einfach unbewusst aus, wenn wir die Jugendstunden durchführen, wenn wir Seelsorgegespräche mit den Kindern führen und dergleichen mehr. Und darum, denk doch jetzt mal ganz kurz, so spontan, was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du das Wort Vater hörst? Was ist das erste Bild, das in dir auftaucht? Schreib dir das ruhig auf. Und vielleicht können wir es einfach mal so reinrufen, was da für Bilder in unserer Mitte so auftauchen, wenn ihr mögt. Ja, mein Vater. Dein Vater. Gibt es noch für Bilder? Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Abwesenheit. Abwesenheit. Liebe. Liebe. Strenge und Liebe. Vertrauen. Vertrauen. Verständnis. Verständnis. Fahrradreparaturen. Fahrradreparaturen. Arbeit. Arbeit. Zusammensein. Unverständnis. Unverständnis. Geborgenheit. Zusammensein. Zusammensein. Was auch wie? Geborgenheit, ja. Versorger. Schutz. Schutz. Und magische Antworten. Geduld. Ratgeber. Pflege. Ausflüge. Beschützer. Schützer. Auch getragen sein. Ja. Also ihr seht ganz viele unterschiedliche Dinge, die uns da in den Kopf kommen. Ja. Und jedes... Und niemand hat einfach alle Vaterbilder im Kopf, die jetzt genannt worden sind. Und wenn wir darüber nachdenken, haben wir es ja nicht nur mit den Vaterbildern der Jugendlichen zu tun, mit unseren eigenen Vaterbildern, sondern da gibt es ja noch ein drittes Vaterbild, das wir nämlich vermitteln sollen oder auch vermitteln wollen. Das ist der Vater Gott. Und der ist noch viel mehr oder anders. Aber je nachdem, was wir für ein eigenes Vaterbild haben oder mit welchen Vaterbildern wir bei den Jugendlichen zu tun haben, diese Ausschnitte von Gott werden wahrscheinlich auch mehr oder weniger stark in unseren Jugendarbeiten vorkommen. Und bei so vielen Bildern, die da zusammenkommen, wollen wir uns erstmal die Frage heute Morgen stellen, was macht einen Vater eigentlich aus? Was macht der Vater eigentlich? Und ich habe euch dazu auf einer Folie einfach mal alle Bibelstellen aufgeschrieben, die ich irgendwie erwähnen werde. Wenn ihr Lust habt, das dann nochmal nachzulesen, könnt ihr euch die einfach abschreiben. Was macht so ein Vater? Mit dem Begriff des Vaterbildes ist ja ganz eng zusammenhängend auch der Begriff der Vaterfunktion. Vaterfunktionen umfassen die Stellung des Vaters, die Aufgaben des Vaters innerhalb der Familie als auch innerhalb der Gesellschaft. Bei den Müttern bewirkt das Zusammenwirken von Natur und Kultur, dass immer, in jeder Kultur, die Mutter die Aufgabe der Kinderbetreuung, Kinderversorgung zumeist als hauptverantwortliche Person hat. Oder dass es ihr
als hauptverantwortlicher Person zugeschrieben wird. Mütter haben normativ nicht die Möglichkeit, ihre soziale Rolle als Mutter nicht anzunehmen, jedenfalls in der Regel nicht, denn sie gebären die Kinder und sind von daher schon einfach Mutter, dass sie es tun. Väter können sich von ihrer Rolle als Väter leider sehr wohl distanzieren und sich zurücknehmen. Und die Frage ist, ist das schlimm oder ist das egal? Ich glaube, es ist schlimm, es beeinträchtigt uns sehr und Gott sagt da etwas ganz Klares dazu und das steht jetzt nicht hier, weil ich das erst heute Morgen, hat mich Gott daran erinnert, das müsste eigentlich so in eurer Präambel stehen, weiß ich gar nicht, Psalm 68, Vers 6 und 7, da heißt es, ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Waisen ist Gott in seinem Heiligtum. Den Einsamen gibt er ein Zuhause, den Gefangenen schenkt er Freiheit und Glück. Wer jedoch gegen jede Ordnung verstößt, der führt ein trostloses Leben. Jemand, der die Ordnungen des Lebens nicht anerkennen will, der führt ein trostloses Leben. Und eine der Ordnungen des Lebens ist es, dass wir Väter haben, dass Väter da sind und dass wir aus einer Vaterlinie entstehen. Und da haben wir nun die Situation, dass wir in einer vaterlosen Gesellschaft leben, immer noch, auch wenn neue Väter auf dem Vormarsch sind. Und wir müssen uns diese Frage stellen, was macht ein Vater eigentlich angesichts dieser Vaterlosigkeit? Die vaterlose Gesellschaft ist nichts Neues, das ist auch richtig. Die haben wir mindestens schon seit 1919, da ist dieses Schlagwort von der vaterlosen Gesellschaft nämlich zum ersten Mal aufgekommen, als die Jugend sich nach dem Schrecken des Ersten Weltkrieges von ihren Vätern, die diesen Weltkrieg ausgelöst hatten, abgegrenzt haben, um etwas Neues zu finden, etwas Besseres. Aber sie haben keine besseren Ersatzväter gefunden. Und so tauchte dieses Schlagwort von der vaterlosen Gesellschaft auf. Dieses Problem hat übrigens auch schon Paulus in seinem Brief an die Korinther vermerkt, in 1. Korinther 4, Vers 15 und 16, da schreibt er, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium, also durch die frohmachende Botschaft. Und ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Hier sagt Paulus also schon mal ganz klar, was wir in unseren Jugendarbeiten, in unseren Kinderarbeiten, in dem Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen unbedingt brauchen. Wir brauchen vor allem Väter. Wir brauchen niemanden, der ihnen erklärt, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, der ihnen irgendwelche Gesetze vorpredigt. Wir brauchen keine Zuchtmeister, das haben sie sowieso. Sondern wir brauchen Väter. Väter, die sie durch frohmachende Botschaften, durch positive Gottesbilder zeugen, ins Leben bringen. Ich habe mal in Frankfurt eine Jugendkirche gegründet, die Subzone, nur für 14- bis 24-Jährige, haben uns immer in so einem schönen Gewölbekeller getroffen, die existiert bis heute, allerdings jetzt in eigener Regie. Und in unserer Jugendkirche waren ca. 35% der Jugendlichen von Vaterlosigkeit betroffen, womit wir nur unwesentlich über dem gesamtdeutschen Durchschnitt lagen. Und im Umgang mit diesen vaterlosen Jugendlichen sind wir immer wieder an Punkte gekommen, wo ein Mangel deutlich wurde bei ihnen, der durch einfache Gemeinschaft, durch attraktive Jugendprogramme und selbst durch Gebete nicht einfach wegging. Und wenn, dann nur für ganz kurze Zeitspannen. Und das liegt daran, dass die Vaterlosigkeit keine punktuelle Wunde ist. Es geht nicht darum, dass es einmal geschehen ist und dann ist halt gut und dann lernt man irgendwie damit umzugehen, sondern die Vaterlosigkeit ist ein Prozess, der die gesamte Persönlichkeitsentwicklung über alle Lebensphasen umspannt und darum auch immer wieder auftaucht. Das Problem der Vaterlosigkeit ist nur von der Wurzel her zu lösen, also von Gott her. Und es hängt damit zusammen, wie Gott uns geschaffen hat. Der Mensch ist notwendigerweise an eine Sozialordnung gebunden. Er ist länger als irgendeine andere Art in der gesamten Schöpfung von seinen Eltern und von der Gesellschaft abhängig. Man muss mit dem Menschen sprechen, damit er sprechen lernt. Man muss mit ihm gehen, damit er gehen lernt. Und man muss ihn lieben, damit er lieben lernt. So hat Gott uns geschaffen, als voneinander abhängige Wesen.
Warum hat er das gemacht? Weil wir damit etwas von seinem Ebenbild widerspiegeln. Denn Gott existiert ja auch in Beziehungen. Gott existiert als Vater, Sohn und Heilige Ruach. Klammer auf, ich verwende da lieber jetzt das hebräisch-aramäische Wort Ruach, weil Ruach sowohl im Hebräischen des Alten Testaments wie auch in Aramäisch, was Jesus gesprochen hat, weiblich ist. Die Heilige Ruach ist eigentlich die weibliche Person der Dreieinigkeit, die Mutter, warum es eben auch ein Mutterbild von Gott gibt. Aber davon erzähle ich euch dann gerne zwischendurch mal beim Kaffee, wenn euch das interessiert. Gott existiert jedenfalls in Beziehungen und er offenbart sich und seine Identität über die Vaterlinie. Denn so hat sich Gott als der Gott der Väter immer wieder offenbart, als der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Und so ist auch der Mensch in seiner Ebenbildlichkeit das Produkt seiner Herkunft und wird sich seiner selbst nur gewiss, wenn er sich als Teil einer Traditionslinie begreifen kann. Und diese Traditionslinie wird durch die Vaterlosigkeit unterbrochen. Denn es sind ja in der Regel leider die Väter, die unbeabsichtigt oder schuldhaft die Kontinuität der Familienbande, der Traditionslinie zerreißen und die Kinder damit zur Vaterlosigkeit verdammen. Sprüche 17, Vers 6 heißt es, und der Kinder Schmuck sind ihre Väter. Und mit diesem Schmuck ist die Identität der Kinder gemeint. Und dieser Schmuck wird den Jugendlichen in Deutschland viel zu oft geraubt. Denn mit der Vaterlosigkeit wird unseren Jugendlichen die Chance genommen, ihre Identität zu finden. Aber die Lösung dieser Identitätsfrage ist für die Jugendlichen unbedingt notwendig zur Bewältigung der Reifezeit, der Zeit der großen Unruhe, der Suche, der Veränderung, also die Zeit, die dann bis zum 25. Lebensjahr schließlich noch geht. Der Schmuck, den die Kinder haben von ihren Vätern, unsere Identität, ist Ausdruck unserer geschöpflichen Unverwechselbarkeit. Gott hat unsere Kinder und Jugendlichen, die uns begegnen, als Originale geschaffen, bis hin ins kleinste Detail, jeden Einzelnen. So sagt es uns der Psalm 139, Vers 13 bis 6, denn du bildest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, auf ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform, das heißt also schon als du ein Embryo warst, meine Urform sahen deine Augen. Gott hat dich schon gesehen, als du noch so eine kleine Bohne warst. Da hat Gott dich schon gesehen und hat schon an deiner Identität gebastelt, die er sich vorher schon ausgedacht hatte. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Identität heißt wörtlich die Übereinstimmung eines Dinges mit sich selbst. Identität ist also das Gefühl, mit sich einig zu sein, mit sich, mit Gott und der Welt im Reinen zu sein, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Identität ist das Bewusstsein eines tiefen inneren Friedens. Das heißt also, wir haben erst dann zu unserer Identität gefunden, wenn wir mit dem Schöpfungsplan Gottes, wie wir ihn eben im Psalm 139 gesehen haben, wenn wir mit diesem Plan übereinstimmen, mit dem, was Gott sich ausgedacht hat, als er uns geplant hat. Wenn wir damit übereinstimmen und zu einer Übereinstimmung gekommen sind, dann haben wir zu unserer Identität gefunden. Vorher sind wir nicht identisch, sind wir unfrei, sind wir innerlich tot. Und hier kommt meines Erachtens das Wort, das Jesus in Matthäus 7 gesprochen hat, 21 bis 23 zum Tragen, wo er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Macht da so eine deutliche Unterscheidung. Es gibt welche, die befolgen alle Gebote, die folgen Jesus nach, die machen alles irgendwie richtig, aber die kommen nicht in den Himmel, sondern das entscheidende Kriterium, um in den Himmel zu kommen, ist es, wer den Willen meines Vaters tut. Wer also mit sich selbst identisch geworden ist, mit dem Schöpfungsplan
Gottes identisch geworden sind. Und dann kommt, das finde ich immer wieder total krass, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Ich denke, Mann, oh Mann, das wünsche ich mir ja alles noch. Ne? Da sind wir ja noch irgendwie am Anfang. Und die sagen, haben wir alles gemacht, geweissagt, Dämonen ausgetrieben, Wunderwerke getan. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ich habe euch niemals gekannt. Das finde ich erschreckend. Es geht also nicht darum, tolle Dinge für Gott und mit Gott zu tun, sondern es geht darum, Zeit mit dem Vater zu verbringen, bei ihm zu sein und mit ihm identisch zu werden und unsere Identität in ihm, in seinem Schöpfungsplan zu finden. Es hängt nicht so sehr an dem, was wir tun, sondern es kommt vielmehr darauf an, dass wir mit dem Schöpfungsplan Gottes übereinstimmen, dass wir identisch sind, dass wir Gott kennen. Und das wiederum bedeutet, dass wir in der Jugendarbeit vor allem auch den Raum geben oder schaffen müssen, dass die Kinder und Jugendlichen Gott selber begegnen können, als ihren Vater. Denn Jesus sagt selber in Markus 10, niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Also kann dieses Wissen um Gott, den Vater, nur in der persönlichen Begegnung mit Jesus übermittelt werden. Und das dürfen wir in der Kinder- und Jugendarbeit nie vergessen. Die Kinder und die Jugendlichen, mit denen wir es zu tun haben, die in unsere Jugendstunden kommen, die unsere Freizeiten besuchen, die sind im engeren Sinne keine eigenständigen biologischen Wesen, die unter vielen Lebensmöglichkeiten dann auch noch die Möglichkeit haben, ein auf Gott bezogenes Wesen zu sein. Die Kinder und Jugendlichen haben keine Wahlfreiheit, die so ambivalent offen ist. Sie können sich mal für Gott entscheiden, mal können sich für den Teufel entscheiden, mal für das Gute, mal für das Böse. Und alles ist gleich gut. Sondern wenn sie sich gegen Gott, also für das Böse entscheiden, dann werden sie damit automatisch unfrei, nicht identisch. Sie sterben innerlich ab. Weil die Jugendlichen eben zum Ebenbild Gottes geschaffen sind und zur Gemeinschaft mit dem Schöpfer berufen sind, stehen und fallen sie mit ihrer Gottesbeziehung. Wenn sie sich von Gott abwenden, ergreifen sie nicht einfach nur eine andere geschöpfliche Möglichkeit ihres Menschseins, sondern sie stürzen ins Bodenlose. Jetzt könnte man einwenden, dass aber der gottferne Jugendliche doch auch immer noch ein Mensch bleibt. Ja, das bleibt er. Er ist immer noch Gottes Geschöpf, auch wenn er sich gegen seine Bestimmung verfehlt. Und ja, Gott lässt seine Sonne scheinen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Über Rechte allemal, sagt man da immer. Gott hält an der Menschheit fest, obwohl das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend an ist. Muss also nicht doch von einer bleibenden, geschöpflichen Bestimmtheit des Menschen geredet werden, von irgendeinem guten Kern in uns, unabhängig von Jesus? Nein. Denn dass der gottlose Mensch am Leben erhalten wird, dass er mit Gaben überschüttet wird, das ist nicht aus einem unverletzten, tief in ihm wohnenden Licht zu erklären, sondern das ist nur eschatologisch zu erklären. Das heißt also, eschatologisch, ganz tolles Wort in der Theologie, das heißt einfach im Rahmen der Hoffnung auf die Vollendung aller Dinge. Dass am Ende, wenn der Schlussstrich gezogen wird, Gott alles wiederherstellt. Das ist eschatologisch. Gott bewahrt in seiner Liebe und Geduld den Gottlosen bis zum Gericht, um ihm bis zum Schluss die Möglichkeit der Umkehr zu geben. Wer er also in Wahrheit ist, wozu er geschaffen ist, das geht den Kindern und Jugendlichen erst auf, wenn sie Gottes Urteil und Freispruch in Jesus Christus hören. Und das hören sie in der persönlichen Gottesbegegnung. Deswegen ist das ein Kern in all unseren Freizeiten und Arbeiten und was wir sonst noch tun, um damit wir sie dahin führen können. In der wesensmäßigen Gottbezogenheit des Menschen liegen alle Wesenszüge seines Menschseins begründet. So wie es in 2. Petrus 1, Vers 3 heißt, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also durch die authentische Gottesbegegnung erst erfahren wir alles, was wir zum Leben brauchen und was wir zum Frommsein, also zur Gottseligkeit, zur Gottesbeziehung brauchen.
Im Neuen Testament finden wir eine grundlegende Bestimmung des Menschen, die in zwei Sätzen ausgesprochen ist, nämlich Römer 8 und Epheser 1. Römer 8, Vers 29, denn die er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, auf dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Und Epheser 1, Vers 5, indem er uns zuvor bestimmte zur Sohnschaft, zur Kindschaft durch Jesus Christus zu ihm hin. Das heißt, nach diesen beiden Bibelstellen ist jeder Jugendliche in der ewigen Definition Gottes der nach dem Bild Christi gestaltete Sohn oder die Tochter Gottes und der Bruder bzw. die Schwester des Herrn. Und erst als solcher erfüllt er sein Bild, wird er identisch. Erst dieses Bild umschreibt seine letzte Wirklichkeit. Der Jugendliche ist, wie alles andere Geschaffene, auch in, durch und zu Christus hin. Mit Jesus ist er in, ohne Jesus ist er out. Man könnte glatt sagen, hobbylos. Aber als Bruder von Jesus, als Schwester von Jesus, kommen wir an den entscheidenden Punkt. Der vaterlose Jugendliche, genauso wie der Jugendliche, der einen leiblichen Vater hat, Gott selber will unser aller Vater sein. Und Gott selber will als unser Vater unsere Identität erwecken. Über alle menschlichen Gegebenheiten hinaus, so wie er es auch bei Jesus getan hat. In Markus 1, ich habe das in der Geschichte schon angedeutet, da sehen wir das ganz deutlich. Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und ich glaube, dass der Vater in der Begegnung mit Jesus bei der Taufe Jesu vollständige Identität erweckt hat. Denn von da an, von der Taufe an, ging es ja los. Die Versuchung in der Wüste, die ersten Predigten und Heilungen bis hin zu Kreuz und Auferstehung. Und so will der himmlische Vater auch bei den Jugendlichen ihre Identität erwecken in der Begegnung mit ihm. So wie er uns geschaffen hat. Malachi 2, haben wir nicht alle einen Vater, hat nicht ein Gott uns geschaffen, uns alle. So wie er uns geschaffen hat, so will er uns auch erlösen. Jesaja 63, du Herr bist unser Vater, unser Erlöser von alters her, das ist dein Name, Vater. So wie er uns geschaffen hat, so will er uns auch erlösen und unsere Identität in der Begegnung mit ihm zum Leben erwecken. Matthäus 23, ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Der Prozess der Identitätserweckung ist eigentlich, wenn wir so auf das Prozedere unserer Jugendarbeiten gucken, ist eigentlich der Prozess der Bekehrung. Der Prozess, in dem ein Jugendlicher sich und sein Leben Gott anvertraut und das dann auch öffentlich bekennt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ein Prozess also, der eigentlich mit der Taufe abgeschlossen werden sollte. So, jetzt schieben wir uns mal langsam zu den Vaterbildern hin. In den letzten 100 Jahren hat, also wir haben jetzt gesehen, der Vater will unsere Identität erwecken. Der hat ein Bild von uns und diesem Bild sollen wir gleichgestaltet werden. In den letzten 100 Jahren hat es eine grundsätzliche Neuorientierung im Verhältnis der Geschlechter gegeben. Über Generationen waren die Rollen von Vater und Mutter relativ eindeutig verteilt. Aber mindestens ab den 1970er Jahren veränderten sich diese Dinge abrupt. Und das war grundsätzlich auf jeden Fall gut. Allerdings ist auch unübersehbar, dass viele Väter nun verunsichert sind und sich fragen, welche Rolle sie denn nun zu spielen haben, welches Bild sie jetzt gleichgestaltet werden sollen. Das ist eine Unsicherheit, unter der nicht nur sie selbst leiden, sondern auch ihre Kinder. Das Vaterbild befindet sich im Wandel. Was ist aber überhaupt ein Vaterbild? In dem Vaterbild spiegelt sich wieder, wie innerhalb einer bestimmten Epoche und Kultur über Väter und über Vaterschaft gedacht wird, gesprochen wird, geschrieben wird. Vaterbilder können einfach so
Stereotypen sein, Wahrnehmungen in der Gesellschaft über das angebliche oder auch tatsächliche Denken, Fühlen und Handeln von Vätern. Es kann also auch nur einfach so ein Idealbild sein, das sowieso niemand erreichen kann. Die wichtigste Feststellung heute Morgen ist, wenn du nur das dir aufschreibst und behältst, ist es schon genug. Ein Vaterbild ist nicht der Vater. Ein Vaterbild ist nicht der Vater, sondern es ist das, was ich vom Vater sehe. Das ist das, was ich von ihm sehen will oder auch das, was ich nur von ihm sehen kann. Das Vaterbild ist das, was ich persönlich mit meinem Vater erlebt habe. Etwas anderes kann ich ja nicht sehen. Und damit haben wir ja angefangen, wir haben ganz viele Dinge zusammengetragen, die wir von unseren Vätern gesehen haben, die wir dann in die Runde geworfen haben. Und wenn mir jemand erzählt, oder ich lese es selbst in der Bibel, dass ein Vater noch ganz anders sein kann und dass Gott der Vater irgendwie ganz anders sein soll, als ich ihn erlebt habe, dann muss ich eine persönliche Entscheidung treffen. Ich muss mich entscheiden, ob ich dieser Botschaft bzw. dem, der diese Botschaft bringt, so weit vertrauen will, dass ich bereit bin, dieses andere als ein neues Mosaiksteinchen in mein eigenes Vaterbild zu integrieren. Und darum ist das A und O in der Kinder- und Jugendarbeit die Beziehung. Wir müssen immer wieder von neuem Verbindung herstellen zu den Kindern und Jugendlichen. Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, damit sie überhaupt bereit sind, sich darauf einzulassen, dass es noch mehr bei Vater Gott geben könnte, als das, was sie selbst erlebt haben. Denn das Bild, das ich von meinem Vater mitbekommen habe, das prägt mich unweigerlich. Für die Frauen ist der Vater der erste Mann in ihrem Leben. Und sie beurteilen unbewusst alle Männer nach diesem Bild. Das geht gar nicht anders. Es ist immer wieder dieser unbewusste Gedanke, so sind sie halt, die Männer. Wenn du auf jemanden triffst, der halt dir genauso irgendwie auf die Seele drückt wie dein eigener Vater, dann sagst du, naja, kann man nichts machen. So sind sie halt, die Männer. Und wenn dann einer daherkommt, der ist irgendwie ganz anders, dann erschreckt einem das erstmal, weil man das nicht gewohnt ist. Und man erschreckt sich so und denkt sich, huch, was ist denn das jetzt? Das kenne ich ja gar nicht. Weil der Vater als der erste Mann in deinem Leben das Bild von Männern in dir geprägt hat. Als Mann sagt mir das Bild meines Vaters, wie ich als Mann sein soll. Wie ich als Mann in der Welt zu sein habe. Und wiederum reagiere ich in unterschiedlicher Weise darauf. Entweder versuche ich nun genauso zu sein wie mein Vater. Versuche genau das nachzuleben, zu imitieren, wie mein Vater gewesen ist. Oder ich versuche genau das Gegenteil davon zu tun. Aber mein Handeln ist als Mann immer von meinem Vaterbild motiviert. Und dann gibt es noch etwas anderes. Wie genau ich auf mein Vaterbild reagiere, als Mann oder auch als Frau, hängt noch mit einem anderen Aspekt zusammen, den ich zumindest auch noch kurz ansprechen will. Und das ist die Geschwisterkonstellation nach Alfred Adler. Wenn also ein Jugendlicher in einer bestimmten Weise auf das Vaterbild Gottes, das wir ihm anbieten, reagiert, dann kommt es auch darauf an, ob er ein Traditionsbewahrer, ein Rebell, ein Indexpatient oder ein ungesehenes Kind ist. Der Erstgeborene, die Erstgeborene kommen auf die Welt und spiegeln ihre Eltern wieder, spiegeln den Vater wieder, wollen ihn imitieren, wollen alles genau so machen, wie der Vater das gerne hätte, wie der Vater das vielleicht auch vormacht, und sie leben das aus. Kommt der Zweite auf die Welt, ist diese Rolle schon besetzt. Was soll er jetzt tun? Der Zweitgeborene orientiert sich immer an dem anderen und versucht, genau das Gegenteil zu machen. Ja, die Zweitgeborenen sind oft die Rebellen in der Familie, denen das auch so wiedergespiegelt wird. Ja, ich weiß gar nicht, wieso machst du immer alles anders? Ja, guck dir mal deinen älteren Bruder, deine ältere Schwester an. Ja, das läuft doch ganz einfach. Aber du machst immer Probleme. Und dann kommt das Drittgeborene auf die Welt. Was soll das nun tun? Traditionsbewahrer ist besetzt, Rebell ist besetzt, muss also jetzt irgendwie eine neue Rolle finden, die irgendwo dazwischen liegt. Und man nennt das Drittgeborene den Indexpatienten,
weil es etwas indiziert. Es zeigt etwas an. Das drittgeborene Kind zeigt durch seine Krankheiten, durch sein Verhalten, durch die Art und Weise, wie es ist, spiegelt es die Situation in der Familie wider. So wie es in der Familie ist, das spiegelt der Indexpatient wider. Und dann kommt das vierte Kind, und das vierte Kind klingt ganz schrecklich eigentlich, das Ungesehene. Bei dem vierten Kind merken wir meistens, dass es in der Familie schon läuft. Man weiß jetzt schon, wie das ist mit den Kindern, man hat auch nicht mehr so viel Angst wie beim ersten Kind. Und irgendwie läuft das alles schon. Man erwartet eigentlich auch so unbewusst als Eltern, dass die beiden Älteren das vierte schon irgendwie auch mit erziehen, dass sie mit drauf aufpassen und so weiter. Und so ist letztlich das vierte Kind oft das ungesehene Kind und kann sich in einer ungesehenen Nische ganz eigenständig entwickeln. Man kann alle möglichen Dinge machen, kann sich mal in die eine Rolle, in die andere Rolle begeben, ist aber zunächst das ungesehene Kind. Und beim fünften Kind fängt der Turnus wieder von vorne an. Das fünfte Kind ist wieder der Traditionsbewahrer. Nur der Traditionsbewahrer und der Rebell können ihre Rollen auch mal tauschen. Die können auch mal umwechseln. Aber ansonsten läuft es immer wieder in dieser Reihenfolge. Und ich finde, das ist eine ganz praktische Sichtweise, wie man verstehen kann, wie Kinder und Jugendliche so drauf sind, die in unseren Gruppen sind, mit denen wir zu tun haben. Und ich habe einige von euch schon so nicken sehen, während ich die Dinge erklärt habe. Ja. Und habe so die Vorstellung in mir, dass ihr sagt, ja stimmt, das geht mir ja so ähnlich. Ja. Also Alfred Adler, man findet nicht so viel im Internet. Das sind einfach so Dinge, die zusammengetragen sind aus allem Möglichen. Aber wenn man Geschwisterkonstellation eingibt und Adler, dann kommt doch so manches mit raus. Gut, ein bestimmtes Vaterbild muss also nicht unbedingt die gesellschaftliche Realität widerspiegeln, sondern kann als Leitbild auch im Zusammenspiel mit anderen Einflüssen verhaltensprägend auf Väter und Mütter einwirken. Ihr hattet auch die Frage gestellt, welche verschiedenen Vaterbilder gibt es, wie viele Vaterbilder gibt es. Da will ich euch sagen, es gibt so viele Vaterbilder, wie es Menschen gibt. Wir haben natürlich, sage ich mal, auf unseren Freizeiten vor allem mit dem Abwesenden oder dem Missbrauchenden oder auch dem leistungsorientierten Vater zu tun. Und wenn ein solches Bild vorliegt, ist natürlich die Frage, was kann derjenige von Gott dann eben mitbekommen? Für welche Aspekte ist er verschlossen? Was bedeutet das für unser Reden und Predigen? Das heißt, wir müssen Gegenpole setzen. Wir müssen Gegenpole setzen, damit sie das Ganze sehen und lernen. Und wenn wir eine ganze Freizeit nur damit verbringen würden, Gemeinschaft zu haben und zuverlässig jeden Morgen aufzustehen, da zu sein, Frühstück zu machen und zu gucken, dass alles auch genau so, wie es auf dem Plan steht, passiert, dann ist es ein Bild von Zuverlässigkeit, ein Bild von Zuverlässigkeit Gottes. Wir haben früher unsere Zeltlager und Jugendfreizeiten, da haben wir die Mitarbeiterbesprechungen immer so angefangen, haben gesagt, was ist das Wichtigste für unsere Freizeit? Und dann haben Leute gesagt, ja, dass sie Gott begegnen und dass sie das verstehen werden. Haben wir gesagt, nein, das Wichtigste an unserer Freizeit ist, dass wir die Kinder wohlbehalten am Ende wieder bei ihren Eltern abgeben. Und das Zweitwichtigste ist, dass wir vertrauenswürdig sind. Das ist das Wichtigste. Alles andere erledigt der Chef. Ja, da können wir uns auf ihn verlassen. Aber indem wir diese Grundlage den Kindern bieten, kann er sich auf dieser Grundlage als ihr Vater eben offenbaren. Das heißt, wir müssen durch diese Dinge versuchen, den Kindern die Möglichkeit der Erfahrbarkeit der Gegenwart Gottes bieten. Und ich denke, wir sollten auch immer wieder darüber sprechen, offen sein, ansagen, dass Gott viel mehr Aspekte hat und dass wir auf bestimmte Aspekte auch komisch reagieren, aufgrund unserer eigenen Erlebnisse. Das können auch Kinder und Jugendliche schon verstehen. Es scheint in unserer Gesellschaft zurzeit kein normativ verbindliches, einheitliches Vaterbild zu geben, an welchem sich Väter und Mütter orientieren könnten. Die gegenwärtig diskutierten Vaterbilder zeichnen sich oft durch ganz polarisierende Einseitigkeiten aus. Entweder ist der Vater abwesend oder ein Missbraucher oder er ist als neuer Vater ein fast perfekter Vater, indem er die mütterliche Rolle einnimmt.
und dabei womöglich seine spezifische männliche Väterlichkeit ganz verliert. Vaterschaft scheint in den westlichen Industrienationen als ein amorphes Phänomen angesehen zu werden. Niemand weiß so genau, was verbirgt sich da eigentlich dahinter. Es hat eine große Spannweite. Irgendwie kann sich jeder darin einordnen, jeder kann behaupten, er ist ein guter Vater. Also müssen wir da einen Gegenpol setzen und müssen von ihm erzählen, dem einen, der unser aller Vater ist, so wie es in Malachi heißt. Einer hat uns geschaffen. Er ist unser aller Vater. Und wir Menschen sind alle Geschwister. Und wir müssen von diesem himmlischen Vater erzählen, damit wieder klar wird, worum es eigentlich geht. So, das war jetzt der erste Teil über Vaterbilder. Und wir haben noch jede Menge Zeit. Das heißt, ihr könntet jetzt ein paar Fragen stellen. Und danach habe ich gedacht, wäre es euch sicherlich angenehm, wenn ihr eine kurze Pinkelpause habt. Gibt es Fragen? Bei diesen fünf Punkten, die du aufgeschrieben hast, gibt es da Unterschiede, wenn einer ein Junge ist und einer ein Mädchen, die Schwester, oder ist es immer gleich? Nee, also Unterschiede natürlich, weil die Jungen und Mädchen sind, ja. Aber vom Prinzip her, von der Rolle her, ist es gleich. Ist es gleich? Genau. Also, so wie sie sich dem Vater gegenüber verhalten wollen. Das kann man sagen, dass das erste gleich mit dem Mädchen ist und dann aber dann der zweite dann diese der Tradition so hin. Und wie ist es, wenn Abtreibungen da sind oder gestorbene Kinder oder vielleicht... Das ist sehr interessant, wenn gestorbene Kinder und Abtreibungen da sind, dann verhält es sich ähnlich. Also dann ist es so, dass praktisch, also sagen wir mal, der Rebell ist gestorben, dann wird der nächste trotzdem der Indexpatient. Und ganz oft ist es in Familien so, dass man sich nicht traut, darüber zu reden. Das ist dann so ein Familiengeheimnis. Ja? Und die Kinder merken es trotzdem. Ne? Die merken dann, irgendwas ist doch nicht in Ordnung, ist irgendwas los. Meistens beziehen sie es auf sich selbst und sagen, irgendwas mache ich verkehrt. Ja? Und dann kommt plötzlich raus, ja, da gab es ja noch jemanden. Ne? Und das ist eine große Entlastung für die Kinder dann oder für die Jugendlichen, mit denen ich dann spreche. Weil die merken, ach so, ja stimmt, ja, okay, da war noch jemand. Ja. Und dann, wenn ein Geheimnis offenbart wird, ist es immer besser, als wenn es so ungesehen er seine Kraft und dann eben seine negative Kraft entfaltet. Und dann sind auch die Kinder immer als Reihenfamilie, was ist denn die Sexstoff-Familie? Also dieses, was ich fünf Jahre so entwickelt habe und dann fünf Jahre, dann kommt jetzt neue Geschwister, also das ist die Konzentration von Schauen. Genau, bei der Patchwork-Familie gilt das nicht uneingeschränkt. Ja, es kommt auch an, wie lange die Patchwork-Familie zusammenlebt. Also die Patchwork-Familie, jetzt sag ich mal, die Kinder sind alle drei oder so und kommen dann zusammen und wachsen dann bis 15, 16, 17 auf, ja, entwickeln sich diese Rollen ja auch. Diese Rollen sind, die entwickeln die Kinder ja im Aufwachsen, indem sie sich in der Familie verhalten. Also sie müssen ja irgendeine Rolle finden. Ja. Über Patchwork-Familien habe ich jetzt noch keine Studien gelesen, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass einer in eine Patchwork-Familie kommt, der ist vielleicht der Traditionsbewahrer, da ist aber schon einer, ja, und er so langsam merkt, wie seine Rolle sich langsam verändert jetzt. Also eine Patchwork-Familie muss ja als neues System sich auch irgendwie ordnen, ja, und finden dann auch alle ihren Platz. Und wenn es nicht gelingt, dann kommt es eben zu Spannungen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast es vorhin schon gemeldet. Wie ist es denn bei Zwillingen? Haha, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber also über Zwillingsforschung weiß ich nicht so viel, ja, aber ich habe gehört, dass bei Zwillingen ist, sich doch auch manchmal einer als der Ältere empfindet. Also sie können ja nicht beide dieselbe Rolle einnehmen. Ja. Vielleicht erlebt sich das dann da eben auch, dass sich die in zwei Rollen einteilen. Aber das weiß ich nicht genau. Ist es nicht möglich, dass ein Kind auch innerhalb seines Lebens in die Rolle mal tauscht oder wechselt? So. Die Rolle, also bei den ersten beiden ja. Es ist insgesamt so, die Rolle muss nicht gewechselt werden, sondern du musst das Positive in der Rolle finden und dann sagen, wie kannst du das positiv ausleben? Also einer
der Rebell ist zum Beispiel, ja, und der gerät in dunkle Kreise, nimmt Drogen, macht irgendwie alles anders, ja. Der muss verstehen, welche Rolle er in der Familie, im Familiensystem hat und dann herausfinden, wie kann ich denn positiv meine rebellische Rolle ausleben? Wie kann ich denn auch positiv etwas anders machen als das, was in meiner Familie gelebt wird? Und auch der Indexpatient, wenn er versteht, dass das, was er widerspiegelt an Situationen, dass das wahrgenommen wird, dass es aufgenommen wird in der Familie und die Situation gelöst wird, dann kann er die Lösung plötzlich darstellen. Ja, also hier kommt es dann eben auch dazu, dass so ein Kind an dieser Position in der Familie, da muss man nicht mit dem Kind arbeiten, sondern mit der ganzen Familie arbeiten. Dann kann das was, also jetzt, was kann so ein Kind, kann Neurodermitis haben oder Schlafstörung, Angststörung, was auch immer. Das löst sich eben nicht durch die Einzeltherapie mit dem Kind, sondern nur durch die Gesamttherapie mit der Familie. Aber ich... Ups. Inge, willst du was anderes? Locker wollte direkt was dazu, oder? Nee, ich denke, dass dieser Traditionsbewahrer und Rebell auch in einem sein kann. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich Rebell und Traditionsbewahrer bin. Und mein Bruder zum Beispiel merke ich, dass der Rebell ist. Also schon, also das kann ich schon so sagen, aber wir sind beide Rebellen gewesen. Ja, also beide Rollen in einem gibt es natürlich nicht, sondern es überwiegt immer eine. Ja. Das heißt ja nicht, dass einer exakt die Kopie seines Vaters ist. Ja. Ja, du kannst Rebell sein. Vielleicht bewahrst du ja gerade dadurch die Tradition deines Vaters, dass du die unausgelebten rebellischen Tendenzen deines Vaters auslebst. Ja. Also, aber solche Modelle helfen nur, wenn man sie natürlich jetzt einfach als Betrachtungsmodell nimmt. Wenn man jetzt sagt, nee, eigentlich, irgendwann hat mich mein Vater auch mal nicht angeguckt, also bin ich auch der Ungesehene und irgendwie spiegele ich auch die Familiensituation wieder, ich bin eigentlich alles. Dann nutzt es halt nichts mehr. Das kann man sagen, wir haben alle immer alle Anteile da, aber es kommt darauf an, was überwiegt eigentlich. Ja. Inge jetzt. Also bei uns ist es so, meine Söhne sind 20, 18 und 9, ein spätes Geschenk, der Nachzügler. Aber der Nachzügler ist tatsächlich ein Indexpatient. Der guckt genau, weil das ist ja eine Rolle. Also wenn die jetzt schon aus dem Haus wären, dann ist es anders. Aber wir leben ja noch alle zusammen. Das heißt, der ist auf die Welt gekommen und hat sich das schon so angeguckt. Der eine... Der sagt immer, hier, ich bin der Herr im Haus, ja, ich sage, wo es lang geht, der andere macht immer alles anders. So, und da findet er ja, es geht darum, dass er seine Rolle findet in diesem System. Ne? Und durch sein Verhalten spiegelt er uns oft das wieder, was bei uns so los ist. Ja. Ja. Für mich ist die Frage, ist nicht dieses negative Vaterbild eigentlich etwas Positives in unserer Arbeit, indem wir dadurch eine Chance bekommen, sie eigentlich zum Vaterbild Gottes führen zu können. Ansonsten hätten wir gar nicht die Gelegenheit. Na, dann würde Gott eine andere finden, aber du hast natürlich recht. Römer 8, Vers 28 sagt, alle Dinge werden uns zum Guten zusammenwirken. Es stimmt, wir sollten keine Angst haben davor. Ja? Also ich habe auch keine Angst vor okkulten Praktiken, Gläserrücken, Tischrücken, was weiß ich, ja? Wüsten-esoterischen Veranstaltungen, das ist mir alles Latte. Ich sage, prima, die wissen wenigstens, dass es was Unsichtbares gibt. Dann kann ich sagen, ja, aber die sind schon mal auf Fahrt, ne? Und ein Schiff in Fahrt kann man aber leicht lenken. Ja, dann kann man sagen, ja super, es geht aber mehr in diese Richtung. Ja, ich wollte auch wirklich sagen, in dieser Arbeit, dass es unsere Chance ist, ja, auf diese Weise. Ja. Ja, das stimmt. Dass man das einfach mal auch sieht. Genau. Und dass wir dadurch nicht Vaterersatz sein müssen. Genau, sondern Gott ist da, der will unser Vater sein. Ja. Aber in diese Versuchung kommen wir oft, ja, dass wir dann so ein Stück Ersatz bringen wollen, aber das gar nicht so gut ist. Ja, wir können keine Ersatzväter sein, sondern wir können nur auf den wahren Vater von uns hinweisen. Das stimmt. Ja. Und es ist die Chance,
Das Problem ist nur, dass wir mit bedenken müssen, dass durch ihre eigenen Erfahrungen vom Vater, sie erstmal so grundgeprägt sind, sagen, was willst du mir von Gott Vater erzählen? Der ist so ähnlich da. Der ist im Himmel. So wie meiner im Gefängnis ist, ist der ganz oben, hat mit mir nichts zu tun. Das müssen wir aber mitbedenken. Aber es ist die Chance, dass wir sagen, aber der ist wirklich ganz anders. Der stimmt. Iris. Das meine ich damit, die positiven Dinge in deiner Rolle entdecken und nicht mehr die negativen leben müssen. Was ist ein positiver Aspekt beim das Ungesehene? Vom ungesehenen Kind, was ist da jetzt die, wenn ich sage, ich bin jetzt das ungesehene Kind und da stecke ich jetzt nun mal in der Rolle und was kann ich tun, damit ich dass das Positive daraus mitnehme? Die Freiheit. Die Freiheit, dich entwickeln zu können, ausprobieren zu können, ja, und nicht sofort irgendwie festgelegt zu sein auf eine Rolle. Ja gut, aber das hat ja jeder, oder? Dass man festgelegt ist auf eine Rolle. Der Rebell ist ja, also es ist ja die Rolle der Ungesehene. Ja, der Ungesehene, der heißt aber nur, der hat diese Freiheit, weil er nicht gesehen wird. Ja. Deswegen hat er die Freiheit, mal zu gucken, wie ist es so als Traditionsbewahrer, hänge ich mich an meinen Ältesten ran oder mal an den Zweitältesten oder an den Drittältesten und guck einfach mal, wie das so ist in dieser Rolle. Er ist nicht von vornherein festgelegt. Wenn es nicht gut geht, fühlt er sich halt einsam, ja. Fühlt sich irgendwie nicht wahrgenommen. Das ist dann wäre das Negative, aber das Positive wäre, dass er eine Freiheit hat, sich auszuprobieren. Hängt doch eigentlich sehr von den Eltern ab, dass die Kinder diese Rollen bekommen, oder? Oder von was hängt es alles ab, dass man die Rolle bekommt? Das hängt von der Gene wahrscheinlich, oder? Nö, das hängt nur von deiner, wann du geboren bist. Weil es ist ja nichts Genetisches oder so. Es hat auch nichts mit deinem Charakter oder so zu tun, sondern es ist nur die Rolle, die du in diesem Familiensystem übernimmst, weil du an dieser Stelle auf die Welt gekommen bist und weil du an dieser Stelle praktisch aufwächst. Ist die Anpassung an die Geschwister, nicht die Eltern, sondern weil da noch andere Geschwister vor oder nach dir sind, also tust du dich zu denen positionieren. Mhm. Mhm. Okay, zwei Fragen noch und dann machen wir Pause. Oder? Was mit behinderten Kindern ist, ja? Weiß ich auch nicht. Tatsächlich, weiß ich nicht. Ja? Also es ist natürlich kein Universalmodell, das jetzt alles erklärt, aber ja, das ist sicherlich ein Sonderfall nochmal. Also bei uns in der Familie, da kamen ja zwei Jungs und dann vier Mädchen und bei meinem Bruder und mir konnte ich die ersten zwei schon sehen, aber bei den Mädels habe ich eher das Gefühl, dass dann eben das dritte Kind, ein Mädchen, wieder mehr Traditionsbewahrer ist und sehr, sag ich mal, sich an den Eltern orientiert hat. Und das vierte Kind überhaupt nicht ungesehen ist, sondern sich überhaupt nicht frei entwickeln konnte, sondern eine sehr, sehr starke Bindung zur Mutter hat und hatte und das aufarbeiten muss und viel stärker eine rebellische Phase auch da war oder auch angehalten hat und sehr viel Widerstand und auch ein bisschen Indexpatient dabei ist, weil sie eigentlich deutlich macht, wo es in der Familie knarzt. Also, dass wirklich das vierte Kind eigentlich dieses dritte Kind-Rolle eingenommen hat. Also weiß ich jetzt nicht, weil ich deine Familie nicht kenne. Ich müsste jetzt natürlich genau reingucken, inwiefern zum Beispiel vielleicht deine Schwester, also das dritte Kind, durch ihr Verhalten Traditionswahrer zu sein, nach außen zu spiegeln, vielleicht die Gesamtsituation der Familie widerspiegelt, dass sie besonders auf Traditionen achten oder so. Dass sie sagen, das ist ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall in dieser Tradition uns bewegen und nichts anderes machen, irgendwie nicht auffallen oder so, keine Ahnung mehr. Wäre möglich. Aber wie gesagt, kein Universalmodell jetzt, wo man sagt, aber bei mir ist doch ganz anders. Es ist eine Möglichkeit, die Alfred Adler hier beobachtet hat und gesagt hat, es ist ein Anschauungsmodell, mit dem man solche Konstellationen begreifen kann.
aber es ist kein festgelegtes Gesetz. Mikey! Aber was ist denn mit Kindern, die überfordert sind in der Tradition oder so? Weil manche sind ja überfordert, die können es ja nicht schaffen. Ganz genau, aber den Rebellen würde das nicht interessieren. Er würde sagen, so what, ich mache es halt einfach anders. Aber der Traditionsbewahrer, der ist dadurch überfordert, weil er denkt, ich muss es doch eigentlich tun. Ja, das ist doch meine Rolle. Und ich bin überfordert dadurch. Oder manchmal denken die auch, das ist auch meine Verantwortung. Genau. Ja, ganz genau. Und da siehst du schon ein bisschen der Rolle drin. Ja. Und du kannst gar nicht anders, du kannst nicht einfach sagen, ist mir egal, ja, sondern du musst es irgendwie, das betrifft dich. Also mach mal kurz 5 Minuten Bewegung und Pause und dann kommen wir nochmal an ein anderes Moment. Aufstehen, strecken und 60 Uhr. 11 Uhr. Ich bin auch ein Geschichtsführer, ich bin auch ein Geschichtsführer.